Die Fertigstellung des neuen Feuerwehrchor- und Musikheimes in Adelwang wurde gemeinsam mit dem Erntedankfest gebührend gefeiert. Zu Beginn segnete Pater Georg die Erntekrone vor dem Platz beim Engelroder Brunnen. Anschließend ging es im Festzug, angeführt von der Musikkapelle, in die Wallfahrtskirche. Neben zahlreichen Ehrengästen waren auch eine große Abordnung aus der Partnergemeinde Engelroth und die Freiwillige Feuerwehr Büchel zu diesem denkwürdigen Ereignis gekommen. Umrahmt wurde das Erntedankfest von der Sängerrunde Adelwang und dem Bläserquartett der Musikkapelle. Für den Festtag zur Eröffnung des Feuerwehrchor- und Musikheimes bot die Bürgerhalle den richtigen Rahmen. Diese füllten Bürgerinnen und Bürger sowie die Ehrengäste und die Abordnungen der benachbarten Feuerwehren bis auf den letzten Platz. Vizebürgermeisterin Maria Achertaler führte gekonnt und schwungvoll durch das umfangreiche Festprogramm. Natürlich durften hier auch die Überreichung der Gastgeschenke der langjährigen Freunde aus Engelroth und jene der Freiwilligen Feuerwehr Büchel nicht fehlen. Adelwang revanchierte sich dafür mit einem eigenen Eröffnungswein. Dass Landtagsabgeordnete Gisela Peutelberger-Naderer selbst als aktive Feuerwehrfrau tätig ist, war nur wenigen bekannt. Naja, natürlich sehe ich in meiner politischen Arbeit, wie wichtig es ist, dass sich Leute zur Verfügung stellen. Und für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich in Kemmerton zu meiner Heimatfeuerwehr gegangen bin und die Kameraden in Achleiten haben mich mit offenen Händen aufgenommen. Ich habe meine Ausbildungen gemacht. Ich bin Maschinistin, habe einen 5,5-Tonnen-Führerschein. Und wenn ich die Erste im Feuerwehrhaus bin, springe ich eine und die fahren mit mir mit. Als Erinnerung an die langjährige Freundschaft spendete die Gemeinde Engelroth den Adelwangern eine Winterlinde. Diese wurde von den beiden Bürgermeistern gemeinsam vor dem neuen Gebäude gepflanzt. Im kleinen Rahmen mit den Ehrengästen segnete Pater Georg die Kreuze für die Räumlichkeiten und das Gebäude. Anschließend hatten Gäste und Besucher die Gelegenheit zur Besichtigung der Einrichtungen der Musikkapelle, der Sängerrunde und jene der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Möglichkeit wurde auch eifrig genutzt. Die projektierten Baukosten in der Höhe von 2,1 Millionen Euro konnten durch enorme Eigenleistungen der Vereine und der Gemeinde eingehalten werden. 76% davon übernimmt das Land Oberösterreich. Dann kann man nur stolz sein als Gemeinde, wenn wir Organisationen haben, die zwar Räume brauchen und sagen, wir rücken zusammen. Und was hier gemeinsam gelungen ist in Adelwang, das ist ein Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde, die würde auch sagen, in Oberösterreich funktioniert. Das heißt, wir investieren nur dort, wo wir wissen, dass sich Menschen engagieren. Und die engagieren sich in den vielfältigsten und unterschiedlichsten Varianten. Und das unterstützen wir. Das neue Gebäude ist auch ein Symbol für den Stellenwert der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Adelwanger Vereine an der Öffentlichkeit. Ehrenamt ist eigentlich das, was die Lebensqualität in den oberösterreichischen Gemeinden gestaltet. Wir wissen, dass wir weder finanziell noch personell in der Landes- und Gemeindepolitik dazu die notwendigen Mittel hätten. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sagen, ich arbeite an meinem direkten Lebensumfeld mit und das in ausreichender Anzahl und das mit hoher Motivation. Dazu kann man wirklich nur gratulieren. Mit dem Neubau des Feuerwehr-, Chor- und Musikheimes im Ortszentrum haben jetzt Musikverein, Sängerrunde und die Freiwillige Feuerwehr endlich ein würdiges Zuhause erhalten. Also es ist wirklich eine Freude heute, dass wir das eröffnen haben dürfen. Und ich denke, wir waren wirklich vor den Herausforderungen, wie schaffen wir das? Und ich denke, mit dem gemeinsamen Zusammenhalten ist das jetzt gelungen. Also seitens der Feuerwehr, die haben sie voll gebracht. Dann selbstverständlich auch der Musikverein mit dem Probenlokal und vor allem auch die Sänger, die sie da jetzt ein Probenlokal schaffen haben können, haben wir ein gemeinsames Objekt in Adelwang mitten im Ort stehen. Es waren natürlich auch Beweggründe, dass man das woanders hinstellt, aber es hat sich eben dann so ergeben, dass eben das die bessere Lösung ist. Und wir freuen uns und sind wirklich stolz, dass wir das jetzt beziehen dürfen.